Hallo, 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 hier ist ein neues Video von Schoki Banoki, Daniel und Sagi. Ja, und du, Reaction schonungslos. Wir gucken uns heute ein Julian Bam Video an. Julian Bam? Julian Bam kennt man nicht, gell? Das Sagt man ist gar total nichts. unbekannt, ja. Nach dem Intro geht's schon los. Schoki Banoki Reaction. Hier sind wir schon im Julian Bam Video. Ne? Hier unten, da siehst du Ah, das ja, da unten ja. irgendwo. Da unten, da, da, Ja, da da, unten. Da, ja. ja, genau. Da ist Julian Bam, das neue Video. Das heißt, eingesperrt ohne Internet. Licht. Ja, wir kennen es noch nicht, wir haben es noch nicht angeschaut und wir wollen uns das jetzt mal zu Gemüte Ja, führen. mal klar kenne ich das. Ich bin in den 70ern geboren. Ich kenne das, eingesperrt ohne Internet zu sein. Das war früher die Regel bei mir In immer. den 70ern schon? Krass. So ein alter Sack bist du. Hallo. Ja, ich auch. So. Bei dir sieht man so ein Ja, bei bisschen. mir sieht man sogar. Genau. Ein Arschloch ist das. Ja, Julian Bam eingesperrt ohne Internet. Hat schon 4 Trilliarden Aufrufe. Wir gucken es jetzt mal an. Wir gucken es jetzt zum ersten Mal. Ich bin gespannt. Das klappt niemals. Warte ein bisschen, das klappt schon, das klappt schon. Als ob jetzt die Handystrahlen so ein Maiskorn zum Poppen bringen. Hey Jungs, die Tür ist ready, wollt ihr sehen? Warte, Maiskorn. das ist der Safe Home 3000. Damit könnt ihr die Tür online ver- und entriegeln. Und ansonsten, wenn ihr gar keinen Bock habt, dann könnt ihr einfach das mit dem Smartphone machen. Stark. Sobald die Tür zufällt, wird sie automatisch gelockt. Und wenn ihr raus wollt, müsst ihr einfach nur hier drauf drücken. Internet weg? Überall oder jetzt nur im Haus? Guck mal auf dein Handy. Ach, die wollen auf den Maiskorb zu. Oh Mann. Wir sind hier drin gefangen. Ja. Ohne Internet. Mit Wie soll Denken ist Glückssache bei den Familie meisten. Social Media. Ich kann mit niemandem mehr reden. Wie soll ich jetzt zocken? Wie soll ich jetzt Coin Master werden? Wie soll ich noch Filmchen gucken? Leute! Ich habe jetzt, glaube ich, den Sinn des Videos habe ich jetzt verstanden. Also die wollen jetzt mal zeigen, dass es eigentlich ohne Internet auch geht. Das glaube ich, dass es darauf hinausläuft. Ja, Ja. oder dass es in einem Desaster endet Und sogar. wie Internet verbissen wir heutzutage schon sind. Überall nur Internet, Internet, Internet. Wenn du kein WLAN hast, bist du total aufgeschmissen. Egal, wir gucken mal Kann man weiter. geteilter Meinung drüber sein, ja. Ja, also sagt man. Sag Ja. mal I hate my job übrigens, hat er hier auf dem. Cooles Shirt, schick mir mal den Link. Schick mir den Link, wenn du wieder online bist. Wenn wir nicht gleich durchdrehen. Ganz lässig, ganz lässig. Das ist alles? Das ist alles. Wir haben kein Internet und mit den hohen Mauern im Garten sitzen wir wie die Ratten in der Falle. Wir müssen das aufteilen. Ich hab ich die gekauft, Alter. Ey! Ey, was haltet ihr davon? Ja, das ist jeder selbst der Nächste auf einmal. Und? Fliegenklatscher? Du bist leer ausgegangen. Sehen denn da überhaupt für einem Anwesen, sag mal? Das ist ja voll, das ist ja hier ein Schloss oder was? Ein ehemaliger Weinkeller wahrscheinlich. Gibt's doch gar nicht, ey. Bruder, was ist los? Das ist auf seinem T-Shirt. Auch nicht schlecht, so. Aber das hier ist noch cooler, finde Achso, ja, genau. Stinkefinger Einhorn ist ja auch was. ich. Hat Ja. ein bisschen was. Nur Spaß. Ja, nur Spaß. Hä? Moment mal. Der schmeißt es zurück. Ja? Moment mal, ich habe einen Fehler entdeckt. Der schmeißt es zurück und der fängt es auf und in dem Moment ist es leer. Wie schmeißt denn der so eine Folie in der Geschwindigkeit, bitte? Ha? Zeig mal. So, pass auf. Also. Pass auf, nochmal ein bisschen zurück. Also, pass auf. Hast du gemerkt? Die Folie war mit Inhalt. Ja. Und jetzt macht er auf ohne Inhalt. Hier, Julian Magic Bam oder was? Haben auch Sie drauf, das Spiel zauberhaft gefixt mit David Und Copperfield. Jetzt frisst er die Folie. Ja, genau. Du hast das Auge gesehen? Was war denn jetzt, Alter? Was war das denn? Aber der Spruch von ihm ist auch gut. Müllintoleranz. Verdammte Müllintoleranz. Ich Sieht aus wie ein Shapeshifter jetzt. Jetzt. Jetzt ist er doch draußen.
hast genug Survival Games gespielt. Ja, das liegt doch in den hast du nicht gehört? Die hohen Mauern, wir kommen hier nicht raus. Ach so. Okay. Außerhalb des Grundstücks in die Handys. Nummer 2, bau dir einen Unterschlupf und such dir Schutz vor Regen. Schritt 3. Mhm. Ja, mit Folien. Lass dir schmecken. Hallo? Suchst du vielleicht die hier? Du Monster! Hä? Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt kommt auch noch Werbung. Nee, oder? Ja, machen wir mal. Was machen wir? Was müssen wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier mal Vollbild, ne? Ja. Voll geil. Pass auf, zack. Und dann lassen wir mal im Hintergrund hier das Video da laufen, ja, diese Werbung. Braucht ja kein Mensch. Ja. Aber wie findest du bis jetzt das Video? Oh. Ja, ist ganz geschickt gemacht so, ne? Ganz okay, ne? Macht Sinn bis jetzt. Bis jetzt? Das Auge fand ich gut. Ja, das Auge war echt ganz gut. Oh, es geht weiter, es geht weiter. Moment, jetzt geht's weiter. Und zack. So, jetzt wird das Wasser erstmal gefiltert. Durch die Socke. Ja. Algenwasser mit Käsegeschmack. Alter, was geht hier los? Alizid? Motoröl? Kritisch im Rahmen? Mitch! Oh Gott sei Dank, ich bin verschossen. Mitch! Aber wusstest du, dass Kuhmilch tatsächlich nicht gut ist? Das wusste ich sagen. Deswegen ist der Witz gar nicht mal so schlecht. Nee, ist richtig. Ja. Wenn es jetzt Hafermilch gewesen wäre, wäre es doof. Hafermilch, aber bei Kuhmilch ist es wird gar nicht mal so gesund, wie man denkt. Ja. Ne? Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass wenn man ganz viel Milch trinkt, dann würde es die den Zellwachstum würde es anregen. Bei Kindern ist das okay, ja, weil die noch wachsen. Aber bei Erwachsenen könnte es eventuell krebserregend sein. Okay. Mhm. Aber nur, ich sag nur eventuell, ich weiß es nicht. Also ich habe gehört, dass man mehr Kalzium aus den Knochen und den Zähnen herauszieht, um Milch zu verstoffwechseln, als die Milch selbst als Inhalt hat. Deswegen cooler Witz mit Milch, auch wenn es nicht so gemeint war. Ganz schön teuer, oder? Was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Jetzt rede ich schon mit mir selber. Echt teuer? Hallo? Die rasten jetzt komplett aus. Ja, hab ich dir ja gesagt, das wird in die Sache. Ja, ist ja gut. Hättest mal sein Gesicht sehen sollen. Aber das ist nur gerecht. Ich bin gerecht. Im Auge. Wie soll ich mich nennen? Marshall Justice? Ja, du hast recht. Ich bin sowas wie ein Marshall. Wohin zeigst du Mr. Winky? Da. Oh. Ich fühle mich nicht gut. Warum fühlt er sich nicht gut? Was hat er gemacht? Das hat er das Wasser getrunken mit dem Mensch. Das ist Schiff braucht er drin, ja? Unter der Erde. Was meint da? Wer hat das gesagt? Hallo? Ich war das. Mir geht es gut. Scheiße. Vielleicht kann John mir helfen. Es kommt schon wieder Anzeige, das gibt's doch gar nicht. Ja, die Anzeige, da schauen wir mal hier um, zack, zacki. Wieder eine Anzeige, ist total bescheuert. Nicht haben. Und Käse da, Werbung überspringen. Achso, es geht schon wieder los. Mann, das ist ein Theater hier. So, da ist er wieder. Liebe Kameraden, die Augen kleben. Ladies, mit Stolz kann ich, euer Marshall, behaupten, dass wir unsere Vormachtstellung bei der Wasserversorgung behaupten konnten. Und, ja bitte, Mr. Bumpets, bitte, das habe ich nicht allein geschafft. Wir haben das geschafft. Und darum, speist meine Freunde, heute feiern wir wie die Könige. Das ist jetzt ein Schokobonbon, was er da hat. Ja, das ist ja. Genau. Reiß dich zusammen, Joe. Nicht verrückt werden hier. Nicht verrückt werden. Mach hier so eine Gollum-Geschichte, wird das jetzt bei denen. Mein Schatz. Komm näher. Ja, genau. Komm näher. Schau mal runter. Reingeguckt. Ach ja, und bring alle um.
Ja, wie reingucken? Jetzt müssen wir auch eine knallen. Ja, ja. Joe! Nein, nein, lass ihn. Alter Schwede, wie sieht der denn aus? Achso, ja, das war hier der die Milchmarkt. Ja. Das ist alles nur, weil sie kein Internet haben. Scheint mir doch etwas. Meinst du übertrieben? Nein, so ist das. Ein kleines bisschen. Vor allem, wir sind der Marshall, der ist ja auch aus den 80ern geboren. Mindestens mal 80. Mindestens. Was denn? Ich mach das halt so. Du hast einen Fleck. Idiot. Der Julian, der disst sich ja nur selbst die ganze Zeit. Ja. Und der mutiert jetzt zu irgendwas, oder? Zum Asiaten. Zum blassen, übergewichtigen Asiaten, wenn schon. Sehr gut. Und jetzt rasiert ihr den Kopf. Nee, macht er eh nicht. Käse, ach komm. Zähl mir nix. Hast nicht gemacht. Hat er die Nerf dabei? Als hätte er die Nerf? Als Armbrust umfunktioniert. Ja, ja. Scheiße, das ist nicht fertig. Ich schieße doch so. Wer ist da? Voll die Paras hier. Das ist der andere, der bringt sich jetzt alle um. Ah, der. Der soll ihm den Kopf rasiert hat. Nee, das ist nicht der Julian. Ne? Das ist der andere. Der sich da durchgeknallt ist. Der wurde jetzt zum Steinzeitmenschen scheinbar. Ach so, alles wegen dem Wasser. Hey, wer ist denn jetzt der Junge? Hab ich das nicht mitgekriegt? Moment. Pass auf. Dieser Junge, oder? Wo kommt dieser Junge her? Wer ist das da? Ich hab hier gar nichts mehr. Aber die Augen dran. Weltklasse. Zurechtgelegt. Hä? Achso, das ist jetzt der dicke Asiate, genau. Das ist der Asiate. Der hat jetzt zum Asiaten mutiert, alles klar. Das machen sie Superheldenkram. Das Horn wurde geblasen. Du kannst mich jetzt nicht mehr angreifen. Jetzt nicht, aber dafür mache ich dich bei den Spielen. Diese Maske, die habe ich bei so einem für Karneval, diese Leben. Ja. Das Ding kostet 5 Euro und ist nur 30 Cent wert, weil es in dem Moment, wo du es aufsetzt, schon kaputt geht, der Scheiß. Nur mal so. Fertig. Für Julian. Das ist der mit der rasierten Platte jetzt. In der nächsten halben Stunde nicht. Der kommt jetzt als Dalai Lama wieder. Geballert. Ah ja, das Horn habt ihr gehört, ne? Wir sehen uns am Morgen bei dem Spiel. Tschüss. Bis später. Die Spiele werden schön. Also. Ich glaube, die Wachen, jetzt siehst du, wie sie aufwachen gleich, oder haben sie das alles nur geträumt? Meinst du? Irgend sowas kommt da. Meinst du? Ach. So Bobby Ewing-mäßig. Die Älteren unter euch werden wissen, wovon wir reden. Ja, ja, Bobby Ewing. J.R., ja. Cliff Barnes und Pamela... Wie April war sie noch. Die, ja. Sue Ellen war auch mit dabei. Die Sue Ellen, ja. Und die Lucy. Die Lucy, ja. Das waren sie auch nicht nett. Ja. Wenn man jetzt weiß, worüber wir reden, dann ist man älter als 30. Als Bam Bam hier, Julian als Bam. Als Julian Bam Bam. Was ist denn los? Was war denn jetzt da? Ach, schon wieder, das gibt's doch gar nicht. Also meine ehrlich. Fresse, was Mann, meine Fresse hier. Also ehrlich hier. Unglaublich. Ja. Ach, will ich nicht zeigen. So ein Käse da. So. Also das ist so auch noch, weißt du? Hab sowieso schon Hunger. Was? Ja. Wann hast du mal nicht Hunger? So, es geht weiter. So, zacki, zacki. Die Story habe ich jetzt gar nicht mehr so richtig im Blick. Was machen die denn jetzt da? Jetzt bekämpfen die sich alle einfach nur. Wir haben einen Schokobonbon übrig. Dafür halten die gerade Spiele ab. Achso. Liegt da drin. Wo ist denn der Steinzeit-Typ? Dem Jungen. Ja, wo ist der Junge? Oh, jetzt schüttelt er sich ein. Wie sieht's denn hier aus? Jungs, ich war gerade mal eine Stunde weg. Ey, die Tür ist auf! Ach, das haben die sich alles nur eingebildet. Wir haben unsere Hände.
endlich wieder. Ab heute nur noch sinnvoller Gebrauch. Endlich zurück im richtigen Leben. Das klappt doch niemals. Doch, das klappt. Warte ab. Diesmal glaube ich auch, das klappt. Da ist der Junge. Da ist er. Das ist der Junge. Ja. Das war auch das vierte Handy. Ja. Das war gut gemacht. Das war gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Effektemäßig war das ein Knaller. Ja. Das Auge fand ich so. Müllintoleranz. Ja. Wie so ein Shapeshifter. Das Müllintoleranz ist, muss ich merken, ist gut. Ja. Ja. Das war Julian Bam, eingesperrt, ohne Internet. Haben wir angeguckt. Und, also sollte man sich. Es ist, das nicht geguckt haben, ist ein Info-Defi. Also nur mal so. Ja, ja, auf jeden Fall. Muss man gucken. Und wir sagen Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Reaction-Video. Oder geht auf unseren Kanal, abonniert ihn. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Daily gibt es ja jeden Tag und so weiter. Mhm. Ach, was weiß ich. Alles gut. Ich sag nur noch eins.